Welcome back zu einem kleinen Apartment-Update-Video. Mein Bett ist angekommen und es ist perfekt. Ich gehe jetzt noch ein Paket holen und dann wird es unboxed und ordentlich easy breezy aufgebaut. Notfalls muss mir Henry helfen. Aber ich glaube, ich schaffe das auch alleine. Es sieht sehr wenig aus. Es sieht so aus, als wären es nur so zwei Teile und die schraube ich so easy aneinander. Let's see. Außerdem dachte ich mir, es wäre perfekt, wenn wir auch passend zu dem Video noch meinen Kleiderschrank von meinen Sommerklamotten zu den Winterklamotten ändern. Und ich wollte so sehr, sehr viel aussortieren, weil ich habe zwar schon mal viel aussortiert, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich zu wenig aussortiert. Also ich habe auch Pieces behalten, wo ich mir so dachte, die sind zwar cool, aber ich trage sie nie. Und das wird dieses Mal geändert. Ich werde nur Sachen behalten, die ich auch literally, wo ich mir denke, yes, it sparks joy to me. Also ja, ich gehe jetzt mein Paket holen und dann bauen wir das Bett auf. Bin richtig ready. Ja, let's go. The lighting, wow. Ich bin zurück, Freunde. Es ist 18.51 Uhr und ich muss jetzt noch schnell ein Video schneiden und abgeben. Because I kind of forgot. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann geht's los. Ich habe auch noch ein Blech Cookies, was ich reinschieben muss. Okay, let's go. 19 Uhr. Mal schauen, wie lange ich brauche. Stopping by just to tell you I hope that you understand these things on my mind. Cookie delivery for Henry. Ich habe Hilfe bekommen. Woo! Wir bauen jetzt das Bett auf. Ich dachte irgendwie, das wäre schon ein bisschen mehr zusammengebaut. A few days later. ich habe neue Bettwäsche bestellt. Ich habe die bei Naked Home bestellt. Weil ich finde, die haben so ultra pretty Farben und auch in meiner richtigen Größe. Ich habe ja so 2,20 Meter Bettdecke. Ja, und die hier ist actually leider nicht 2,20 Meter, weil die gab es nicht, aber die habe ich nämlich auch in Blau. Und ich habe eine Gästedecke, die so normales Size hat, deswegen wollte ich auch noch mal eine andere. Und heute kommt nämlich auch Besuch, deswegen muss ich heute ganz viel waschen. Ich habe auch diesen ultra coolen Spiegel hier gefunden. Ich bin überlegen, weil ich weiß nicht, ob Rot so meins ist, ob ich den so beglitzer, wie so eine Disco-Kugel. War eigentlich meine Idee. Mal schauen. Und ja, Koffer ist leer. Und ich sortiere gerade Wäsche. Ich wollte erst eine bunte Wäsche waschen, aber ich habe hier so ein paar Kopfbezüge und die sind alle so braun und ich weiß nicht, also die wasche ich jetzt einfach bei meinen weißen Handtüchern mit, habe ich mir überlegt. Ich muss ja 60 Grad waschen und dann mache ich einmal noch braun, weil ich habe auch so ein braunes Handtuch und will nicht, dass die blauen Kopfkissen irgendwie abfärben, weil die sind auch neu. I don't know. Ich habe es noch nicht so mit dem Waschen.
Und meine IKEA-Lieferung kam an. Da sind zwei Sachen drin. Ein Bettbezug, den packe ich jetzt noch aus. Und noch ein kleines Surprise an mich selber. Yay! Ich habe mir einen Schallplattenspieler gegönnt. Den mache ich jetzt noch nicht auf, weil ich glaube, das würden Reel noch mitfilmen. Und eine Bettwäsche, also eine Bettdecke für meine Gäste. Und einen neuen Bettbezug, weil ich hatte nur noch so einen richtig alten. Und deswegen habe ich einen neuen geholt. So, Freunde, kleines Update. Besuch ist angekommen. Hallo! Und ich habe die ganze Wäsche gewaschen. Und damit beziehe ich jetzt auch mein Bett. Ich habe fast keinen Akku mehr auf der Kamera. Professional. Und hier ist auch die ganze Wäsche gewaschen. Hier ist so ein bisschen Chaos. Aber alle Wäschen sind gewaschen. Alle 6 oder 7 Wäschen. I'm proud. Woo! Danke, 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 danke. Friends, look at this. Man kann wieder hier durchlaufen. Ich bin gerade dabei, hier diese Kisten und so. Ich habe das gerade alles mal durchsortiert und so aussortiert. Das sind noch Badsachen, die rüber müssen. Und hier sieht es auch schon besser aus. Ich habe die Kiste komplett aussortiert. Das sind Sachen, die ich nicht trage gerade. Also generell, die ich nicht mehr tragen werde. Die werden verschenkt oder verkauft. Mal gucken. Und ja, es geht voran. Und ich habe alles von meinem Bett gewaschen und das beziehe ich dann auch gleich eben mit den neuen Bettwäschen. I'm excited. Let's go. Friends, meine neue Bettwäsche ist super fucking cute. Ich lieb's. Und jetzt sieht man auch das Bett ein bisschen cooler. I love it. Nur die Matratze ist ein bisschen zu klein. Ja, aber egal. I love it. Und hier ist jetzt auch clean, as you can see. Ich habe auch mal hinterm Spiegel gestaubsaugt und so. Dachte mir auch so, wow. Und es halt wieder ein bisschen. Lol. Und wir waren gerade beim Baumarkt, weil Henry hat mir gesagt, dass es dort auch diese Dinger gibt. And I actually really like. Und die will ich jetzt in die Abstellkammer machen. Und die Abstellkammer ein bisschen organisieren, weil die ist gerade ein bisschen chaotisch. Ja. Und die sind cute. Wirklich aus wie die Bettwäsche. Voll cute. Yay! Hello back! Sarah ist schon wieder gefahren. Ich bin heute am Koffer packen, weil ich einfach erfahren habe, dass es für mich spontan nach Island geht. Ich könnte weinen. Ich habe es noch nicht realisiert, aber ich glaube, sobald ich es realisiere oder sobald ich am Flughafen stehe, heule ich erstmal eine Runde, weil ich könnte schwören, es war noch gestern, dass ich in der 5. Klasse saß und zu meiner besten Freundin gesagt habe, oh mein Gott, imagine, einmal nach Island und aufs Island Pferden reiten. Jetzt fliege ich einfach nach fucking Island. Fucking Island. Ich könnte weinen, wirklich. Aber back to topic. As you can see, the apartment looks good here. Hier auch, mein neuer Koffer. Und ja, hier hinten packe ich halt gerade. Deswegen ist das ein bisschen ein Chaos. Ich suche hier nämlich gerade Klamotten raus. Aber may I proudly present meine sehr viel organisiertere Abstellkammer. Da oben ist voll leer. Hier habe ich auch noch Platz. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache, aber ja, der Karton ist eigentlich auch leer.
den kann ich auch noch wegmachen. Und dann sieht das hier schon gleich viel besser aus. Ich bin am Überlegen, ob ich mir noch mal so ein paar Kisten hole und die hier noch verwende und da was einsortiere. Aber sonst bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, eine Abstellkammer wird jetzt auch nie wirklich pretty aussehen. Ist ja immer noch eine Abstellkammer, ne? aber ja, das ist gerade los. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja voll viele Jacken. Und meine Jacken hatte ich die ganze Zeit den Sommer über im Keller. Jetzt wird es aber wieder Winter, heißt, ich muss meine ganzen Jacken heute auf jeden Fall noch hochholen. Und mir ist aufgefallen, also ich hatte dann die Idee, als ich mit meiner Managerin nämlich gequatscht habe, und wir haben so ein bisschen über Kleiderschränke und so gequatscht, und dann hat sie erwähnt, das mit diesen Metallrohren. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe das voll vergessen. Wie cool wäre die Idee bitte, dass ich im Baumarkt, weil das hier ist rein theoretisch alles, also das könnte ich rein theoretisch alles irgendwo anders hin sortieren, das sind teilweise einfach leere Kartons und da oben sind so YouTube-Beutel und so. Wie wäre das, wenn ich hier einfach von oben nach unten hin diese Rohre mache und da Platz für meine Jacken mache? Das wäre doch so geil. Dann könnte ich einfach eine Seite so Mäntel machen, auf die anderen Seiten kurze Jacken, vielleicht unten noch so zwei so Böden, wo ich dann was anderes hin machen kann. Das wäre doch voll cool, oder? Also wahrscheinlich, natürlich ist es nicht so schlau, das gegenüber von der Küche zu machen, weil dann riechen die Jacken wahrscheinlich nach Essen, aber gibt Schlimmeres, oder? Besser riecht es nach Essen als nach Keller. ja, deswegen hatte ich überlegt, vielleicht kommt das nochmal als Future-Projekt. Fand ich irgendwie eine geile Idee. Aber ich habe mir jetzt gedacht, für jetzt, für meine Mäntel und so, ich werde einfach auf einer Seite von diesen Dingern die Böden rausmachen für Mäntel und auf der anderen Seite werde ich zwei lassen und da meine Jacken hinhängen. Als Übergangsding erstmal. Das machen wir jetzt und der Rest sieht eigentlich alles ganz gut aus.